Es ist eiskalt. Das ist ihre Innenhaut of the Box. Wir sind mal wieder in Berlin, wie man vielleicht sieht. Ja. Mein kleiner Tipp als Reiseführer für alle, die mit Kind oder Hund on Tour sind. Es ist echt genial, bei der Tegonitzbrücke oder so auszusteigen. Das ist, soweit ich weiß, hinterm Ostbahnhof eine weitere Richtung Downtown. Ich kann es unten nochmal hinschreiben. Und dann an der Spree lang zu wandern. Da kannst du nämlich dann den Hund ableinen und kannst die ganze Zeit Downtown, Downtown, Downtown laufen. Dann kommst du am Auswärtigen Amt vorbei. Danach kommst du zur Museumsinsel. Dann läufst du also hinter dem Pergamon-Museum vorbei, am Bode-Museum vorbei. Jetzt läufst du hier weiter runter, dann kommst du zum Regierungsviertel. Immer am Wasser lang, immer am Wasser lang. Das solltest du auch erkennen. Und wenn du dann am Bundestag bist, dann biegst du einmal links ab und dann hast du auch schon das Siegesdenkmal. Und dann bist du beim Adlon Hotel. Und dann kehrst du ein. Und das finde ich auch mit Hund oder Kindern unendlich schön, das zu machen. Genau, da kriegst du einen Kaffee, eine heiße Schokolade. Ich finde die weltbeste heiße Schokolade, kriegst du da. Es ist preislich echt akzeptabel, aber du sitzt halt in einer Atmosphäre, die der Seele einfach gut tut. Ja? Die nehmen sogar einen verstrubbelten, nassen, regendurchmatschten Hund da auf. Und dann kannst du eben unter den Linden die Einkaufsstraße einfach wieder hochflanieren. Und ich finde, dann hattest du einen wunderschönen Spaziergang durch Berlin. Es sind vielleicht insgesamt 4, 4,5 Kilometer. Und Kinder können frei rennen, Hund kann, wenn er abrufbar ist, frei rennen. Ich finde es einfach ein Genuss. Ja? So viel aus Berlin. Tschüss!